Hi und herzlich willkommen zu Furious Let's Plays mit Biss und The Bard's Tale Episode 4. Ja, wir haben damit aufgehört, hier diesen einen Schuft aus dem Verlies zu befreien. Und naja, der Büttel der Stadt hat uns schon ziemlich klar gemacht, dass er den eigentlich wieder hinter Gittern sehen will. Und ja, wir wären sonst in Newton nicht mehr besonders willkommen. Ja, ich habe mich mal ein bisschen noch eingelesen in das ganze Spiel. Also es war ein Blödsinn mit diesem ganzen Inventargesuche. Gibt's natürlich nicht. Wir verdienen Geld und können uns dafür dann beim Händler oder in der Kirche oder sonst irgendwo Sachen nett kaufen, ne? Und bekommen dann entsprechend auch die Sachen ausgerüstet. Aber es gibt noch ein paar Questen hier in Newton und die gucken wir uns mal an, ob wir die jetzt auf Anhieb finden. XX. Ah, Controllersteuerung. Naja, so, hier, ah ja genau, die hat uns ja den Auftrag gegeben, dass wir ihren Sohn suchen sollen. Den haben wir noch nicht gefunden. Ja, es macht aber nichts. So. Schauen wir hier nochmal schnell rein. So. Und ich suche eigentlich... ich habe immer versucht, so ein bisschen beiläufig drauf zu achten. Ich suche eigentlich immer noch unseren Hund. Weil wir kriegen sogar einen Hund in diesem Spiel. Haltet euch von... Ja, da will ich nicht hin. Und der hat den Vorteil, dass er die Gegner ein bisschen ablenkt, was die Kämpfe etwas leichter macht. Also nicht, dass die Kämpfe jetzt bisher schwer waren, aber was wir kriegen, das kriegen wir, ne? Das nehmen wir mit, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Ah ja, genau, das ist ja eine der Questen hier. Was wollt ihr? Wenn ihr ein Dieb seid, so muss ich euch enttäuschen. Denn ich habe nur diese alten Knochen und ein schweres Herz. Und ein gut geöltes Mundwerk, alter Mann. Also verratet mir, wo ich ein paar Silbermünzen finde und ich krümme euch kein Haar von den wenigen, die noch übrig sind. Ich weiß, wie ihr an etwas Geld kommen könnt, unverschämter Lümmel. Es gibt da einen grausamen Grottenschrat, der die Bauern daran hindert, ihre Rituale am Grabhügel von Juden abzuhalten. Ohne sie wird das Getreide nicht gedeihen und die Kleinen müssen Hunger leiden. Ich weiß, was es bedeutet, hungrig zu sein und dass es für ein Kind noch schlimmer ist. Also dann... Ein fairer Preis für eine faire Arbeit und wir sind im Geschäft. Ah, seid gesegnet, mein Junge. Gleich als ich euch sah, wusste ich, dass ihr das Herz auf dem rechten Fleck habt. Was den Grottenschrat angeht, den findet ihr im Grabhügel. Kommt zurück, sobald ihr mit ihm fertig seid und wir werden euch zahlen, was wir können. Ja, das kann ja nicht so viel sein, aber gucken wir mal. So, was haben wir noch? Gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Ein Huhn! Da muss ich auch gern schauen. Ich drehe mich im Kreis. Verdammt! So, Moment mal. Also, da kommen wir her. So, ich lasse mal jetzt die Kamera so, wie sie jetzt ist. Macht mir ganz wahnsinnig. Huhn! So, von dem haben wir jetzt, glaube ich, gerade die Aufgabe. Ist das hier der Ausgang? Da ist was. Kühe schubsen. Da geht's zum Grottenschrat runter. Da wollen wir nicht hin. Also jetzt noch nicht. Ich will nämlich noch den Hund finden. Der muss hier sein. Ich weiß, dass der Hund da ist. Ich weiß es. Ah, Winter. Seid vorsichtig, junger Herr. Hier treibt sich ein grimmiger Grottenschrat herum. Wenn ich ihr wäre, würde ich besser verschwinden. Ich meine... Ihr würdet besser verschwinden, wenn ihr ihr wärt. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr solltet Juden verlassen und nie mehr wiederkommen. Keine Sorge, alter Mann. Wenn ich ihr wäre, dann wären ja zwei planlose Idioten in diesem Bruch. Moment, wenn ich ihr wäre, dann wäre nur ein planloser Idiot in... Halt, stopp. Wenn ich... Ach, vergesst es. Egal, ich will hier sowieso nicht einziehen. Ich bin bald wieder weg. Wenn ich ihr...
du, also, da, also, er und wir und dann, oh, hier war was, genau, warte mal, Fässer, ich weiß, dass es Fässer gab. Yay! Beutzfässer. Hallo, könnte ich euch für meine wunderbaren Fässer interessieren? Ich verfüge über eine große Auswahl, ansprechend aufgebaut vor meinem Laden zu bewundern. Lasst mich nachdenken. Nein. nein. Na komm. Hallo, könnte ich euch für meine wunderbaren Fässer interessieren? Ich verfüge über eine große Auswahl, ansprechend aufgebaut vor meinem Laden zu bewundern. Lasst mich nachdenken. Nein. Nein. Okay, das geht hier anscheinend doch nicht. Was sind seine Fässer? Da sind seine Fässer. Ha! Genau. Was macht ihr da? Hört sofort auf! Warum zerschlagt ihr meine Fässer? Ich wusste nicht, dass sie jemandem gehören. Das tun sie aber. Es hat den ganzen Tag gedauert, sie herzustellen. Mir macht es nichts aus, wenn ihr sie zerschlagt, nachdem ich sie verkauft habe. Aber bis dahin müsst ihr die Finger von ihnen lassen. Gut, okay. Ich werde diese hier in Ruhe lassen. Aber wenn ich woanders ein Fass sehe, muss ich es natürlich zerschlagen. Das soll mir recht sein. Zerschlagt einfach weiter Fässer. Und ich werde etwas Silber für jedes Fass beiseite legen, das ich verkaufe, weil ihr eines zerschlagen habt. Ihr könnt jederzeit wieder hierher kommen und euch auszahlen lassen. Ich erwarte mir nicht allzu viel von der Sache, alter Mann. Aber wenn ich wieder in der Gegend bin, werde ich vorbeischauen. Man erinnert sich so ein bisschen an The Legend of Zelda. Seht mal, wenn ihr keine Fässer zerschlagt, gibt es auch keinen Grund, hierher zu kommen und mit mir zu sprechen. Geht und verdient euch das Geld. Der hat dich vor. Alter Nörglerich. Kuh. Du bist ja ein komischer kleiner Hüpfer. Ich könnte einen Freund brauchen. Magst du mitkommen? Ja, wer ist ein braver? Wer ist ein braver Hund? Ja, du bist ein braver Hund. Ja. So, und damit haben wir unseren kleinen Hund. Roxy ist aber ein Scheißname für einen Hund. Ernsthaft, Roxy ist echt ein Scheißname für einen Hund. Wie kommen denn die jetzt nur auf Roxy? Hm. Ja, dann gehen wir mal zum Grottenschrott. Ja. Gruselig. So. Angriff! Visiere Ziel an! Pull dich mal auf Angriff. Sehr gut, brav bist. Bitte mal, ich brauch's Schwert. Also. Ich hab hier so ein bisschen Schiss. Ah! Ah! Hopp! Ich hasse Dungeons. Kiste. Komm, die wird 100% irgendwie Falle oder so. Okay. Was hab ich denn hier jetzt alles? Nö. Ich hab so ein bisschen Speichern. Speichern ist immer gut. Und jetzt? Ich geh mal rechts. Au! Ah! Ah. Ja, super. Da komme ich nicht anders durch, oder? Ist ja auch ein Scheiß. Au! Au! Hopp! Geh weg! Und so endet die Geschichte des Barden. Das ist nicht passiert. Moment.
Moment. Na? Ach. Entschuldigung. Gucken Sie bitte mal kurz hier rein. So. Also, wir haben jetzt hier gerade gespeichert. Und ja, begeben uns jetzt hier weiter auf der linken Seite und gucken mal, was uns so erwartet. Autschi. Ja, geht's denn noch? Was ist denn hier? Hallo? Fuck, was ist das? Wow. Kann ich den kaputt hauen? Nee, geht nicht. Muss man nur schnell sein. Krass. Hier geht's ja fett zur Sache. Nein. Oh, das wollte ich nicht. Okay. Macht nichts. Seht ihr das auch mal? Heilen. Das wollte ich ja nicht. Na, wo ist er denn? Da ist er. So. Oh, okay. Muss mal warten, bis das abgeschlossen ist. Schon so ein bisschen Respekt vor dieser Höhle. Bäh! Der will mich doch nur ärgern. Der will mich doch nur ärgern. Oh oh. Hallo? Ein Schalter? Kann ich aber nicht drücken. Kiste? Ah ja. Puh. Angriff! Visiere Ziel an! Angriff! Visiere Ziel an! Kriegen wir den? Den kriegen wir, oder? Nimm dies! Oh, schmeiß den hier. Nein, hopp! Schnell weg! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Oh oh, oh oh, wo läuft der hin? Könntet ihr mal? Der darf nicht zu diesem Schalter hinkommen. Fuck. Nein, 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 Gag. Blöder Grotten-Dingsi, Eumel. Na komm doch her. Trau dich. Attacke. Visiere Ziel an. Ja, das kann ja nicht so lange dauern hier. Hm. Oh nein, Roxy! Also, Hündchen! Ah, das wollte ich nicht. Ja, jetzt geht's hin. Einmal die Steuerung kapieren, ne? So. Jetzt aber. Visiere Ziel an! Attacke! Visiere Ziel an! Puh! Der Kampf ist nicht ohne. Nehmen wir uns noch einen. Nehmen wir uns noch einen. Einen kleinen Schluck. Das ist besser. Yeah! 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 Jetzt hat.
bitte tötet mich nicht, bitte. Es tut mir leid, ich wollte niemanden wehtun. Oh, ich blute. Ich glaube, ihr habt mir den Arm gebrochen. Ah, das ist ein Zahn. Ich habe gerade einen Zahn ausgespuckt und nicht noch einen Zahn. Oh, seht mich an. Seht mich an. Nein, seht mich nicht an. Ach, verdammt, macht, was ihr wollt. Ist mir egal. Na los, seht hin. Ich bin kein Grottenschrat. Ich bin bloß ein dreckiger Bastard, der in einem stinkigen alten Teppich und mit einem Eimer als Kopf durch die Gegend rennt. Hört zu, nehmt all mein Silber. Ich brauche es sowieso nicht mehr. Ich hatte alles für eine Verabredung mit der Witwe McQuarrie gespart und dann hat sie rausgefunden, dass ich noch bei meiner Mutter wohne. Jetzt spricht sie nicht mal mehr mit mir. Und wisst ihr was? Ich bin 42 und immer noch Jungfrau. Ist das nicht erbärmlich? Ach, bringt mich einfach um, bitte. Macht der Sache ein Ende. Ihr seid einfach erbärmlich. Ja. Yay, Experience. So. Wie gut, dass der heroische Barde zugegen war, um diesen grässlichen Grottenschrat davon abzuhalten, das Grab all seiner kostbaren Schätze zu berauben. Ja, das war ich. Und nun? Raus. Vom gleichen Weg, wie wir gekommen sind? Am besten, oder? Da kennen wir uns aus. Nix riskieren. Jetzt geht's gut genug. Ah, oh, sind die echt noch an? Schweine. Eine. Ah ja, doch, stimmt schon. So, gespeichert. Und wieder raus mit uns. Na, war doch ein nettes kleines Abenteuer zwischendrin. So, jetzt aber. Achso, das war dann wahrscheinlich auch schon gleich die Belohnung. Nee, hier. Ah ja. Da können wir uns jetzt wahrscheinlich jetzt unseren Obolus abholen. Wo muss ich denn? Oh Gott, diese Karte ist... macht die mich wahnsinnig. Nun, als wir uns zum ersten Mal trafen, hatte ich so meine Zweifel, aber letztendlich seid ihr doch ein guter Kerl. Wir hätten wissen sollen, dass es der alte Winters war, der diese Nummer abgezogen hat. Hier sind ein paar Silberstücke, um eure Taschen zu polstern. Tut mir leid, dass es nicht mehr ist, aber wir haben hungrige Mäuler zu stopfen und sehr wenig, um das zu tun. Ja, immerhin. So, dann können wir uns ja... Ah, Fässer. Fässer... Fässer. Im Wirtshaus gab es Fässer. Ah, nehmen wir mal ein paar Fässer mit. Dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. So, jetzt speichern wir nochmal. Fässer. Yay! Ich liebe den Song. Mehr Fässer gibt es hier nicht. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Bisschen Kohle ist das schon mal. So. Nee, heute nicht, ne? Heute nicht. Da hinten ist noch ein Fass, da komme ich nicht ran. Jungs, geht mal auf die Seite. Der Barde will zum Fass.
long time ago, way back in history. Ohne Scheiß, ich gucke mir selten Videos von mir selber an, aber mit dem Song, ich muss mir ab und zu einfach die erste Folge angucken. Ich habe so Bock auf dieses Lied jedes Mal. Ich stehe so ein bisschen auf diesen irischen, schottischen Scheiß. Ich sagte doch, dass ihr mir Kettle bringen sollt. Ja, Kettle Swan, genau. Oder heißt er so? Kettle Swan? Genau. So. Gegrüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, Joten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur ein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.